Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, ich schäme mich schon ein bisschen, wieder ein Video zu drehen, weil mit 2 Monate nichts. Wie lange haben wir nichts hochgeladen? 2 Monate? 4-5 Monate oder so. Ja, gefühlt 4-5 Monate. Auf der Straße war ich letztes Mal vor 2 Monaten ungefähr oder so. Heute drehen wir ein neues Video und zwar Corona ist ja gerade, geht ja um die ganze Welt. Genau, wer es nicht mitbekommt, der ist, weiß auch nicht, bildet oder wo. Keine Ahnung, kam ja auch gesagt, die Leute. Warum? Man merkt, dass ich lange nicht mal hier war, Alter. Ohne Witz kann ich mehr reden. Ja. Heute drehen wir ein Video über Corona, fragen die Leute, ob die Angst davor haben, wie sie sich schützen und so weiter und so fort. Falls ihr Bock habt auf ein Video mit Corona-Prank oder sowas, dann gehen wir zu Leuten, ziehen uns an mit so Schutzsachen und sowas und dann ist einer extrem im Husten oder sowas und dann verarschen wir die Leute auf denen, dass der Corona hat. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall Like und Abo da. Kamer hat was ähnliches gedreht, könnt ihr gerne abchecken, ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video und ciao. Jungs, ihr habt das schon mitbekommen mit Coronavirus und sowas, ne? Ja. Ja. Wie habt ihr das mitbekommen? Am Anfang so? Also, keine Ahnung, dass es schlimm ist und so. Dass Menschen gestorben sind und so. Ja. Und wo hat das angefangen? Hast du mitbekommen? China oder so. Ja, genau, richtig. Und wo hast du es gesehen am Anfang? Nachrichten oder so? YouTube. Werbung. Ja, Werbung? Okay, und du? Ja, ich auch erstmal so von Nachrichten und so, von meinem Vater auch. Wurde sehr viel besprochen und ja. Okay. Und bei dir? Instagram Stories, okay. Was sagst du dazu? Also findest du das übertrieben so, dass, oder was sagst du dazu? Findest du das übertrieben, wie die Leute reagieren oder finden die das gerechtfertigt? Auf den welche Leute reagieren so zu übertrieben, halt ja. So mit Supermärkte alles leer kaufen. Ja. Und dieses, ja. Auf den bei jüngeren Menschen ist das ja nicht so schlimm wegen dem Immunsystem und so. Bei älteren, erkrankten Menschen ist das ja etwas schlimmer. Keine Ahnung, auf den. Ich finde schon ein bisschen übertrieben, ja. Weil den ja machen so ernst mit China läuft niemand auf die Straße rum und so, ja. Mit Mundschutz und so. Ja. Ich finde das genauso und dass sie auch übertreiben mit direkt Supermärkten verkaufen, alles ist leer und so und mit Mundschutz übertrieben und dass sich jetzt China so schlecht geredet wird und dass sie ja, trotzdem jeder Mensch ist Mensch und so. Ja. Okay. Ja? Auf dem Mundschutz und so bringt nicht so viel. Ja. Und das ist halt respektlos, wenn man so tut, ja, er kommt so aus China und so, dann so weggehen. Und das ist respektlos. Ja, ja, okay. Ihr seid noch ein bisschen jünger, ihr wohnt ja noch alle zu Hause, ne? Ja. Wie reagieren eure Eltern? Zum Beispiel, interessiert ihr das oder? Ja. Du bist kein Deutscher, ne? Nein. Ja, deswegen, wie reagieren deine Eltern so? Meine Mutter sagt immer, ja, bleib nicht so lange draußen und so. Weil, wegen dem Virus? Ja, und nicht so viele Sachen in den Bus anfassen und Bahn, ja. Und so. Immer Hände waschen. Ja, und bei dir? Wie sind deine Eltern so? Was sagen die dazu? Also mein Vater sagt immer, ich soll nicht rausgehen. Gar nicht raus eigentlich? Ja, gar nicht. Ja. Aber meine Mutter sagt, dass ich früher nach Hause gehen soll und so. Und in der Stadt sind viele Menschen und so, deswegen soll ich mich nicht hingehen. Ja. Bei mir ist auch so, ich soll nicht so viele Sachen anfassen. Und wenn ich nach Hause gehe, soll ich direkt Hände waschen, Desinfektionsmittel und so. Und ja. Ich denke, es wird noch schlimmer werden, also dass es sich noch mehr verbreitet. Safe, ne? Ja, safe. Ja. Und was wird denn. Ihr habt jetzt schulfrei, ne? Ja. Wie lange? 2 Wochen noch. 2 Wochen? Ihr hattet schon 2 Wochen, ne? Ja. Ja, also insgesamt 4 Wochen ungefähr, ne? Okay, und denkt ihr, was ist mit eurer. Was ist mit der Arbeit von euren Eltern oder so? Gehen die arbeiten? Ja. Ja? Ganz normal, ne? Ja. Aber ihr bleibt halt zu Hause. Ja. Okay, und bei dir? Kann meine Eltern arbeiten? Ja. Nein, Hartz IV. Auf jeden. Auf jeden, Digga. Nein, Spaß. Ja. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Instagram oder so? Ihr piept eh weg. Nein, machen wir nicht. Wir haben noch nie weggepiept. Haben wir schon mal weggepiept? Ich schwör. Haben wir schon mal weggepiept? Na klar, so oft. Ich schwör mal jetzt. Kennst du mich? Ja, nein. Nein, siehst du? Also haben wir nicht. Aber schwör, ihr piept nicht weg. Nein, machen wir nicht. Nein, Wallah. Schwör. Wallah. Sag Wallah Bila. Wallah Bila. Du piepst nicht weg. Sag Wallah Bila. Ich piep weg. Wallah Bila. Mach jetzt einfach. Okay, Insta Alburija. Halfkassel06. Unterstrich KD, Unterstrich Türkei, Unterstrich 7. Du meldest dich als. Junge, oh mein Gott. Okay, auf jeden Fall. Dankeschön. Und wo habt ihr das erstmal mitbekommen? So? In Nachrichten, Fernseher, wo habt ihr das mitbekommen? Nachrichten. Nachrichten, aber auch so Internet und sowas, ne? Instagram, alles und so weiter. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Auf den nehmt ihr das ernst oder habt ihr. Nein. Habt ihr Angst davor? Gar nicht, kein bisschen. Also auch nicht so dieses ganz kleine bisschen, so ein bisschen aufpassen und so. Warum? Doch, ein bisschen aufpassen schon, yeah. Aber. Aber halt nicht so übertrieben wie die ganzen anderen. So. Okay, bei dir? Ja, auch. Ja, du auch? Was macht ihr dagegen? Aber ihr habt keine Angst davor, ne? Das ist einfach so. Ein bisschen aufpassen. So. Wie schützt ihr euch davor? Eure Eltern machen die viel Stress deswegen oder ist bei denen auch so entspannt? Ja, die machen Stress. Ja, bei mir auch.
auf denen, die sagen auch immer so, bei mir zum Beispiel, ich soll nicht so oft rausgehen und so. Deswegen, aber kann man verstehen auf denen, weil Virus und so, das klingt schon schlimm, aber uns würde eh nichts passieren, nicht so, weil ihr wisst ja wegen Immunsystem und so. Deswegen, ja. Und was mit eurer Schule auf denen? Ein Monat frei, also bis, auch bis 29. März, ne? Bis 19. Bis 19. April? Ja. Ich weiß nicht, bei uns sind wir erst mal bis März und danach gucken die noch. Aber ich weiß nicht, irgendwie so. Ihr wisst ja, wo das zuerst ausgebrochen ist, ne? In China. Aber ich bin bei uns noch ein bisschen entspannt. Also, ich glaube, es wird noch schlimmer, die Tage. Vielleicht. Vielleicht. Wenn man sagt, ja, es soll 70% von Deutschland das bekommen. Aber ich weiß nicht. Das gucken wir ja, ne? Und danke, Jungs. Irgendwas noch in die Kamera sagen? Insta. Sag. Ahmad.alhinak. Thailand-Unterstrich-Sitzung. Ja, danke, Jungs. Corona. Genau. Was haltet ihr davon? Auf den. Was halt von den Nachrichten und so? Bruder Walla, was soll man machen, ja? Was macht ihr in den Schulen so? Auf denen ist es da, sind die da auch so mit, wollen die Schule schließen und so, oder sind die da ein bisschen gechillt? Bruder, ich schwör's dir, ich hoffe es ja, Walla, kein Bock auf Schule, ja. Bruder. Aber jetzt gerade machen die keine Wachs, also jetzt gerade Ferien, aber auf denen. Ja. Habt ihr Angst vor dem Virus, sei ehrlich? Nein, oder juckt euch gar nicht, ihr geht einfach so raus. Nee, Hände waschen auch nicht, einfach so. Geht. Bruder, nach Kacken ein bisschen Hände waschen, dann geht's schon. Bisschen auch. Bisschen. Nicht genug. Bro. Und was sagst du mit deinen Eltern? Was sagen die zum Virus? Sagen die auch so zu euch, passt auf und so, oder? Ja, Bruder, Deutsch ist nicht so gut, ja. Die können, die checken nicht. Ja, verstehe, bei mir ist auch so. Meine Mutter, sie übertreibt ein bisschen, oder? Auf denen, ich weiß nicht, bei Ausländerschulen ist das noch ein bisschen schlimmer noch so ein bisschen. Wenn die so hören, Virus tot, dann sind die direkt übertrieben, oder nicht so. Ja, habt ihr euch davor auch so ein bisschen geschützt, so ein bisschen mit Desinfektionsmitteln oder so, oder ärztlich? Ja, muss. Er hat sogar dabei, Glück. Direkt am Start, ja. Ich empfehle. Ich hab schon gemerkt, Digga, in jedem Supermarkt ist ausverkauft, wie der Desinfektionsmittel, Digga. Nirgendwo gibt's das. Was glaubt ihr, welches Land nach China am meisten infiziert hat? Oder? Ich weiß nicht, ja, Italien, Italien. Und Deutschland ist ein bisschen weniger, ne? Auf den Deutschland ist auch schon so viel, aber trotzdem. Den ist jetzt nicht so viel wie Italien und so weiter. Leute, ich danke euch dann. Will jemand noch in die Kamera sagen, Instagram oder so? Ja, Bruder. CS-N077. Amir Mohammed unterstrich CSN. Amir Ali unterstrich CSN. Check die ab, Jungs. Und ja. Dankeschön. Und ich grüße noch jetzt Karia, abonniert und Glocke aktivieren. Ja, das gehört. Ja. Perfekt. Dankeschön. Jo, das war's im Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Oder schreibt nochmal in die Kommentare, was ihr selber dazu sagt, wie ihr das Coronavirus so selber für euch aufnimmt. Ob das schlimm ist, ob das nicht so schlimm ist, ob es alles betrieben wird. Und auf jeden Fall, ob das auch schlimmer wird, wie in Italien, dass alles abgeschottet wird, dass man nur noch zu Hause bleiben darf und sowas. Und wenn ihr da drauf Bock habt, dann machen wir doch mal diese Corona-Prank, wie ich meinte. Checkt Kamil mit der Kamera ab, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.